Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei FIFA 15 mit der Spielerkarriere und unserem nächsten Spiel gegen Real Valladolid oder Valladolid und die auf Platz 15, wir auf Platz 1. Wenn wir dieses Spiel gewinnen, sind wir sogar schon theoretisch Meister, je nachdem wie unsere Tordifferenz aussieht. Ich bin mir da gar nicht ganz sicher und in der Praxis haben wir es dann am nächsten Spieltag. Das heißt, wenn wir gegen FC Barcelona gewinnen sollten, das wird dann nochmal eine richtige Nummer, hoffe ich. Ihr wisst, ich stehe auf Spannung. Auch wenn diese Saison so viele spannende Spiele nicht zu zeigen hatte. Uah, ganz blöder Pass. In die Mitte rein. Mandzukic. Weißt du selber, ne? Ah, kommen wir nicht hin. Valiente. Tja, da hättest du dir mal denken müssen. Berg dich. Den kenne ich auch auf jeden Fall aus der Barcelona B-Mannschaft. Also, den hatte ich da nicht, sondern da habe ich des Öfteren gegen die Jungs gespielt. Deswegen sagt mir der Name Berg dich noch ein bisschen was. Ist einfach nur ein etwas ungewöhnlicherer Name für die Liga, deswegen habe ich mir den gemerkt. So. Wir sind mal gespannt, ob wir den Torwart heute bezwingen können. Natürlich ist das hier so eine Partie, in der ich mich wieder leicht überschätzen könnte. Das passiert relativ häufig bei solchen Gegnern. Mandzukic, Dankeschön für den Pass, aber so wirklich viel anfangen konnte ich damit jetzt auch nicht. Aber war auf jeden Fall ein guter Pass. Gut gedacht. André Leão. Ja, natürlich. Ich schub's uns einfach mal weg. Mach mal. Lauf! Der hat sich gar nicht so schlecht gesenkt, ehrlich gesagt. Das hätte noch was werden können. Er sah am Anfang ein bisschen schlechter aus und dann hat man gesehen, die Technik ist da. Also, viele von denen würde er vielleicht nicht versemmeln. Zumindest werden die dann aufs Tor kommen und der wäre richtig gefährlich aufs Tor gekommen. Nicht schlecht gemacht. Erstes kleines Ausrufezeichen hier. Und jetzt hier der lange Ball raus auf. Wer ist die Nummer 7? War das Turan? Ich glaube. Nee, Mutin. Nee, das ist er nicht. Die 16. War wahrscheinlich Griezmann. Genau, da ist er doch. Naja, das war zu spät von uns. Aber der war aber nicht schlecht. Ausnahmsweise. Ein Eckball, der vernünftig kommt. Sehen wir selten. Und dann ist Koke da. Und holt den nächsten. Wir lassen den mal machen. Er scheint das so ein bisschen zu können, wenigstens. Ah, nee. Varas hier. Anstatt ihn zu fangen, lenkt er den nochmal zur Ecke. Die dritte Ecke in Folge. Mal sehen, ob wir einen Rekord aufstellen. 4 Ecken in Folge. Hatte ich, glaube ich, selten mal. Und es wird auch dieses Mal nix. Drei Ecken gibt es ab und an mal. Aber vier hier nicht. So, João Moutinho, da ist er. Griezmann spielt uns hier an. Wir kommen am ersten vorbei, am zweiten vorbei. Und jetzt passen wir nochmal auf Moutinho. Und schade, da schießen wir den Mann an. War aber eine schöne Geschichte, schön kombiniert von allen Beteiligten. Und somit bleibt das hier als positiv vermerkt. Momentan sind wir ganz schön dominant hier vorne. Kann aber alles mit einer Situation wieder nichtig gemacht werden. So, Oscar spielt hier raus auf Bergdich, der da komischerweise rankommt, weil Koke da nicht zwingend da dran ist. James, Moutinho und da vorne ist Mandzukic. Schöne Kombinationen hier. Ah, die war nicht so gut. Wenn wir euch mal loben, Jungs. Moutinho und Gabi. Das ist hier alles Tiki-Taka gerade. So gefällt mir das doch. Genau so möchte ich das sehen. So, wir stehen schon wieder bereit für den nächsten Pass. Auch der kommt an. Mandzukic. Und das wäre es jetzt gewesen. Das wäre der letzte Pass, der hätte durchkommen müssen. Dann hätten wir eine gute Chance bekommen. Aber leider scheitert Mandzukic da. Schade.
Also momentan, dieses Spiel gefällt mir irgendwie ganz gut. Kombinatorisch. Ein Großteil der Pässe kommt an. Moutinho macht sich wieder so einigermaßen als Spielmacher. Wie gesagt, das kann er als einer der wenigen bei Atletico. Gabi ist dafür nicht zu gebrauchen. Und andere Namen, ja, vielleicht Turan, aber ansonsten fallen mir da andere auch nicht großartig ein, die es wirklich können. Müssten es alle können, aber der Großteil kann es eben nicht. Oh. Wir wollen da oben vorbei, legen uns den unten lang, aber technisch noch nicht ganz so brillant. Ach, schade, da hat er jetzt diesmal mit gerechnet. Das mache ich, glaube ich, ein bisschen zu oft, dass ich da einfach mal innen lang ziehen will. Dieser Robben-Move. Die zwei Haken und dann der Pass oder das der Schuss aufs Tor, das erinnert ein bisschen an Robben. Ich will uns aber natürlich nicht mit Robben vergleichen dafür. Wobei wir eigentlich so kleine Züge von Robben haben. Also gerade so, wie gesagt, dieses Reinziehen und auch, dass wir halt relativ beschränkt in unseren Möglichkeiten sind, da wir jetzt dribblerisch nicht so stark sind. Ich meine, Robben ist dribblerisch auch sehr stark, aber wir eben nicht wirklich. Oh, und der lässt er uns gehen. Das dürft ihr nicht machen, Freunde. Also dafür sind wir dann doch gefährlich genug, solche Dinge dann so zu verwandeln. Auf der Linie hier lang gegangen und mit dem Außenriss das Ding am Torwart vorbei ins Tor gelegt. Das dürft ihr nicht machen. Ganz, ganz klar. Wir mögen unsere Defizite haben, was Technik angeht und Dribbling und ähnliches, aber solche Sachen, da haben wir kaum Probleme mit. Wir sind eiskalter Torjäger. Das haben wir, denke ich, in dieser Saison eindrucksvoll bewiesen. Selbst auf Legende haben wir es eigentlich geschafft. Fast, ich weiß gar nicht, könnte sein, in jedem Spiel zu treffen, aber ich glaube, nicht ganz. In der Summe wahrscheinlich schon, aber nicht in absolut jedem Spiel haben wir getroffen. Wir haben ja auch ein oder zwei Spiele verloren und ich glaube, da dürften wir eventuell nicht getroffen haben. Aber zu null haben wir, glaube ich, auch nicht verloren. Von daher, naja, man weiß es nicht. So, gegen zwei Leute wird es schwierig, wenn wir da im Laufduell bestehen wollen. Ganz blöder Pass. Aber den nehmen wir uns trotzdem mit. Da kennen wir nichts. Wollten wir gerade den Pass rüberlegen und werden umgesetzt. Schade. Wenn wir mal hier ganz langsam nach hinten laufen. So, und jetzt geht's wieder nach vorne. Der war nicht so schön, der Pass. Also von hinten. Die Pässe, die müssen besser werden. Oh, der Pass kam relativ spät. Ich weiß nicht, nicht im Abseits gewesen. Ah, da sollte er zwar nicht hin, aber gut. Griezmann. Eieiei, das ist ein typischer Gabi. Den könnte man sich merken. Immer wenn jemand irgendeinen Ball total vermurkst, typischer Gabi. So, Oscar. Nein, komm schon, weiter, weiter, weiter. Zielschießen, würde ich sagen. Was wahrscheinlich auch der Kommentator in dem Moment gesagt hat, aber das war ja mal gar nichts, ne? Ich dachte, mit ein bisschen Technik könnten wir das hier hinbekommen, aber wie gesagt, die haben wir nicht. Da sind wir wieder. Und in unserer Paradedisziplin Tore schießen, da sind wir gut. Das zweite Tor hier für uns, das sah schon ganz stark danach aus und war schon fast schwieriger, das Ding dann nicht zu machen, nachdem wir da vorbei sind. Und da ist es. Das 33. Ligator. Wir werden hier keine Rekordmarken aufstellen, dafür sind Messi und Co. einfach zu gut, aber trotzdem sind das natürlich Leistungen hier, die nicht so häufig erzielt werden, garantiert. Ich könnte ja mal gucken am Ende der Saison, ob wir uns da nicht eventuell ganz weit oben mit einschreiben in die Torjägerlisten. Da werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen, wo wir in dieser Saison liegen hier.
Denn wie gesagt, außer Messi und Ronaldo, glaube ich, haben es wenige geschafft, so viele Tore zu schießen. Und mit wenige meine ich jetzt nicht 2, 3, aber vielleicht 10, 15 Mann. Da kriegen wir nochmal gelb abgeholt. Ja, ein bisschen Aggressivität können wir auch gebrauchen. So viele gelben haben wir bisher noch nicht. Außer nicht meckern, wir freuen uns über die gelbe Karte. Und da gibt es noch eine gelbe für irgendwen. Vielleicht zeigt er jetzt auch einfach mal rundherum im Kreis jedem mal eine gelbe Karte. Sonst hat er halt nichts zu tun, der Schiedsrichter. Wer hat sie jetzt noch gekriegt? Noch einer von uns? Nö, vom Gegner. Irgendwer hat dann auch noch gelb gekriegt. Jetzt sollten wir allerdings nicht die gelb-rote bekommen. Alfaro hat sie gekriegt. Na, ist doch schön. Auf beiden Seiten hier wird mal jemand bestraft. Da ist er, Alfaro. Gibt uns mal gleich den Ball. Ja, schade. Aber es ist auch eine ganz gute Finte manchmal, sowas. Ah, war gut gedacht, Mandzukic, ich sage ja gar nichts. Die Ausführung war nicht die beste. So, drauf, 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 Mädel. Torwart, deiner. Danke. So, bleiben wir ein bisschen hinten hier. Nicht, dass er den wieder wegkloppt wie ein Mann. Naja, macht er trotzdem. Ja, Mandzukic. Ein bisschen komisch, was du da treibst. Aber mach mal. Wir stören dich gar nicht dabei. Griezmann. Der lange Ball hier auf Außen auf James. Nochmal. Komm schon, laufe. Und da ist Gabi. Siguera. Griezmann und... Nein. Schießt doch einfach, meine Herren. Müsst ihr doch nicht reintragen, Freunde. Ich wollte in dem Fall einfach nicht den Ball haben, weil auf kürzestem Raum die Pässe, die kriegen wir nicht. So, Bushido kommt. Turan wird eingewechselt. Ja, irgendwann kommt der Kopfball. Ich sag's euch. Irgendwann sind wir soweit. Aber noch nicht heute. Das wäre schön, wenn das im allerletzten Spiel passieren würde, dass wir dann Kopfball an die Latte zimmern, wie das geplant ist. Das wäre der perfekte Abschluss für dieses Projekt. Aber bisher ist davon natürlich noch nicht die Rede. Wir sind gerade mal Anfang März und da ist noch sehr, sehr viel Zeit bis zum Release vom 16er Part. Der wird wahrscheinlich wieder im September oder so kommen. Von daher haben wir hier noch ganz gut Zeit für ein paar Saisons. Die erste ist ja jetzt demnächst vorbei, beziehungsweise eigentlich ist es ja die zweite für unseren Spieler hier. Auch wenn ihr die erste eigentlich erst wieder seht. Ist ja alles sehr, sehr ungünstig gelaufen und ich glaube, wir werden im nächsten Part dann auch mal so ein bisschen die Gesamtentwicklung des Spielers sehen können. Beziehungsweise auch mal ein bisschen längerfristig das Ganze haben, wenn ich mal nicht die Speicherstände ständig lösche. Das wäre ein Ziel, was ich habe für den nächsten Part. Das wäre ein sinnvolles, würde ich sagen. Dass wir nicht ständig hier diese Anfänge haben. Und vor allen Dingen lernt man natürlich auch aus Fehlern. In der zweiten französischen Liga werden wir nicht mehr spielen. Wenn, dann in der zweiten deutschen Liga und ansonsten irgendwo erstklassig. Alles andere macht einfach keinen Sinn. Es ist einfach kaum Spannung drin, wenn man Mannschaften halt überhaupt nicht kennt und sich dann eigentlich nur durchquält durch die ganzen Spieltage, weil, wie gesagt, einfach niemand bekannt ist und es einem dann auch relativ egal ist, wenn man sowieso jedes Spiel oder fast jedes Spiel gewinnt, dann ist da wenig Spannung drin. Aber in letzter Zeit ist es ja so, wir sind auf Legende momentan und gewinnen trotzdem jedes Spiel. Ich kann es halt nicht künstlich noch spannender machen. Ich will doch nicht an den Reglern rumschieben oder sonstiges. Das verfälscht dann das Spiel auch nur unnötig. Und dann wird es irgendwann auch wieder frustrierend. Das will ich natürlich auch nicht. Von daher sind wir einfach mal der Meinung, wir haben uns hier ganz gut geschlagen bisher und auf Legende können wir mittlerweile einigermaßen bestehen. Eventuell wird es in England oder Deutschland ja nochmal um einiges spannender. Das werden wir dann sehen. Momentan scheinen wir einfach nur eine bombastische Form zu haben hier. Kann ja sein, dass ein Formtief uns auch irgendwann mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Vielleicht ist das hier auch unsere beste Saison, die wir in diesem Spiel spielen werden. Wer weiß. Möglich ist es. Ich hoffe es natürlich nicht, aber möglich ist alles.
So, Omar auf Penal. Und Moutinho, Arda vor den Ball. Bisschen verzögert auf Moutinho. Der kann was mit dem Ball anfangen. Das ist ein guter Mann. Im Gegensatz zu Gabi. Da ist er. Wahnsinn, er hat auch einen Pass geschafft. So, Griezmann. Und Kopfball! Schade! Irgendwann, Freunde. Das wird nochmal was. Allein, dass wir das Kopfballduell gewinnen, ist immer schon schön. Ja, Querpass hier durch die ganze Mannschaft. Ah, da nimmt er das Tempo raus, Ada. Warum, weiß ich nicht. Den Ball wollte er wohl nicht haben. War ihm wohl zu einfach. Der braucht hier eine Herausforderung, oder was? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hätte er ihn haben können. So, Jeffrin. Renella und wieder Jeffrin. Und jetzt ist der Ball weg. Moutinho kriegt ihn aber nicht so wirklich unter Kontrolle. Jetzt hat er ihn. Wie gesagt, der gefällt mir gut, der Moutinho. Wäre schön, wenn wir den mitnehmen können in den nächsten Verein. Das wäre natürlich super. Ist ein guter Spielmacher. Und der geht da einfach nicht ran. Was ist ihm denn? Gibt uns hier den Fehlpass, dadurch, dass der Blödmann wieder nicht an den Ball geht. Naja. Lasse machen, denke ich mir. Wir führen hier 2:0. Brauchen da jetzt nicht großartig mehr irgendwas bewegen. Und sogar das Spiel hat uns hier momentan mal als guten Spieler gesehen. Und ich hoffe auch als den besten Spieler auf dem Platz. Der einzige, der uns hier gefährlich werden kann, ist João Moutinho. Der hier auf jeden Fall auch eine gute Partie gemacht hat. Und mit einer 9,6, zwei Toren, einem wichtigen Pass, einem wichtigen Dribbling und nur einem Fehlpass. Ja, Freunde, wenn wir es jetzt nicht geschafft haben, dann weiß ich auch nicht mehr. Moutinho nur eine 6,8. Naja, gut. Siqueira hier der zweitbeste Mann. Aber man sieht schon, die anderen waren eigentlich gar nicht gut, ne? Also, bis auf die Außenverteidiger und Griezmann sind hier alle unter 7 geblieben. Das könnte auch bei einem Unentschieden so sein. Beim Gegner, ja, gerade mal der Torwart, der hier so ein bisschen noch herausragt mit seiner 6,7, der hier noch 6 Paraden gemacht hat. Aber ansonsten sehr, 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 sehr eindeutige Partie. Und die Meisterschaft kann uns jetzt nur noch streitig gemacht werden, indem wir jedes einzelne Spiel verlieren. Und da sehe ich einen Beitrag, den wir uns nochmal durchlesen. Atletico Madrid-Spieler Schuto. Ja, wenigstens den Artikel, der könnte man noch davor setzen, das wäre noch was. Also nicht der Schuto, sondern der Atletico Madrid-Spieler Schuto konnte sich heute nach einigen echten Glanzleistungen über ein großes Lob seines Trainers freuen. Ich habe ihm klargemacht, was ich von ihm erwarte und er hat mich in keinem Punkt enttäuscht. In den letzten Partien war er der Dreh- und Angelpunkt unseres Spiels. Ich bin wirklich sehr glücklich darüber, wie gut er sich gemacht hat, sagte der geradezu euphorische Atletico Madrid-Trainer. Ja, ist natürlich schade, dass wir ihm dann am Ende der Saison sagen werden, Kollege, war schön hier. Aber das war, steht da nicht umsonst. Und wir haben sogar eine recht gute Torversuchsquote geschafft. Das ist erstaunlich hier. 6,8 sollte nur geschafft werden. Wir haben nur 7,6 geschafft. Und wir sollten ein Tor machen und haben 4 geschafft. Auch das ist in Ordnung. Das heißt, auf Legende wird auch unser Ziel auf realistische Werte angepasst. Beziehungsweise Torversuchsquote ist schon heftig, aber wir haben es ja doch irgendwie hinbekommen. Und das freut mich, ja, dass diese Ziele auch mal vernünftig werden. Ansonsten waren die ja sehr unrealistisch. Jetzt haben wir ein höheres Ziel mit 6,9. Eine Vorlage, ja, das ist immer so eine Sache. So oft machen wir die Vorlagen nicht. Aber ab und an kommt ja mal eine vor. Zwei Tore schon erzielen, das wird dann auch wieder so eine Sache. Und Torversuchsquote wieder bei 22%. Das sind recht happige Ziele, aber ihr habt es gesehen, sie sind erreichbar. Auch wenn wir da jetzt natürlich nicht drauf hinarbeiten werden. Und was ich mir jetzt nochmal angucken möchte, sind die Leistungen. Ach nee, das war nicht hier. Das war woanders, das war hier. Leistungen. Denn ich glaube, demnächst können wir hier noch ein paar Sachen machen. Elfmeter-Tore, gut, können wir jetzt nicht groß beeinflussen. Außer wir holen Elfer raus. Dann haben wir hier nochmal 5 Spiele, die werden wir diese Saison nicht mehr schaffen. Das wird nächste Saison erst was werden. Grätschen. Ja. Vollendete Grätschen. Ich grätsche wirklich äußerst selten. Das sieht man in den 3 Grätschen hier. Ich bin einfach kein Spieler, der sich so, sag ich mir, na gut, wir sind halt in der Offensive, da könnten wir es sogar öfters mal machen, aber in der Defensive oder im Mittelfeld ist mir das viel zu riskant zu grätschen, weil danach ist der Gegner dann durch, wenn man die Grätsche nicht durchbekommt. Deswegen versuche ich lieber so ein bisschen mit Zweikämpfen was zu reißen.
Ansonsten haben wir hier nochmal 5 wichtige Pässe zu spielen. Das schaffen wir wahrscheinlich auch bald. Kurzpässe nochmal 100. Das ist vielleicht auch nochmal möglich. Und ansonsten dauert es jetzt erst einmal ein bisschen, bis wir jetzt hier was kriegen. Elfmeter-Tor, wie gesagt. Würden wir jetzt nochmal 2 Punkte bekommen, wie es aussieht. Was waren das hier vorne dann für einer? Oh, eine Fee und ein Elfmeter würden wir kriegen. Na, das ist doch schon mal nicht schlecht. Denn Effet bringt uns, glaube ich, ein bisschen was. So, 87 Tore haben wir, 110 brauchen wir, um dann nochmal einen Abschluss dazu zu bekommen. Abschluss ist natürlich immer ganz wichtig. 88 Abschluss haben wir mittlerweile, ist unser bester Wert, was die Schussfähigkeiten angeht. Und ansonsten können wir hier nicht mehr viel bekommen. Also es ist nicht mehr so viel in Aussicht, ja. Ich hätte ja gerne nochmal hier die 87 am Ende der Saison gekriegt. Werden wir sehen. Es wird nämlich dann nochmal eine kleine Marktwertsteigerung geben. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Euer Schuto.